Mathematik Spaß und ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Vor der Kamera noch etwas scheu, aber in mathematischen Angelegenheiten schon top. Am 27. Mai 2015 wurden im Linzer Ramsauer-Gymnasium die besten Rechenkünstler des Landes beim Känguru der Mathematik gekürt. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Neugier zu fördern, mathematische Herausforderungen anzunehmen und selbstverständlich natürlich auch die mathematischen Talente herauszufinden und zu fördern und ihnen rückzumelden, dass sie hier auch ein Talent haben und das auch weiterentwickeln sollen. Von der Volksschule bis zur Oberstufe geht der Bewerb. Im Vordergrund steht die Begeisterung am Tüfteln. Wenn man dann noch einen Preis einheimst, ist die Freude natürlich noch größer. Ja, ich freue mich voll, weil das ist auch eigentlich schön, dass man dann so eine Sieger, also eine Urkunde und einen Rucksack kriegt. Das finde ich voll cool. Mit Levi Haunschmidt gibt es einen Teilnehmer, der bereits die Jahre zuvor meist ganz vorne mit dabei war. Für ihn ist das Känguru der Mathematik trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Die kniffligsten Sachen, also beim Känguru ist halt das Knifflige oft, dass man sehr schnell arbeiten muss. Das ist man oft von anderen Sachen nicht gewohnt. Bei der Mathematik-Olympiade hat man sehr viel Zeit. Und beim Känguru geht es auch sehr viel um Zeit. Er ist auch Teil des sechsköpfigen Teams, das Österreich bei der Mathematik-Olympiade vertritt. Seine Erwartungen sind trotz seines großen Könnens bescheiden. Also Österreich ist so von der Erfahrung her sehr in der Mitte. Es nehmen 100 Nationen ungefähr teil bei der internationalen und wir sind so um Platz 45, 50 so herum. Ja, ich hoffe heuer, dass ich in die bessere Hälfte der Teilnehmer komme. Das ist mein Ziel für die heurige internationale Mathematik-Olympiade. Wir wünschen natürlich auch hier viel Glück und gratulieren allen Preisträgern des Kängurus der Mathematik.